Dann Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Mike war Vanilla. Mit dabei der Crazy. Hallo. Zum Glück habe ich dich gerade auch nicht überrumpelt mit dieser Aufnahme jetzt, ne? Ich fand's okay. Weißt du, er noch gerade gemütlich am Reden. Weißt du was, ich nehme jetzt auf. 3 zu 1. Er war nur genervt, weil ich schon wieder die erst gefunden habe. Was? Was war das jetzt für eine Hitbox? Das ist Minecraft, was erwartest du? Ich musste auf den Boden schlagen, damit ich die Giftspinne vor mir angreife. Normal. Ja, dann kann ich ja wieder eine XP-Farm machen. Oh Mann, hier ist jetzt richtig Pokake. Ist tot? Oh. Aber Nick, überlebst du's? Ja. Alter. Weißt du, ich sehe noch so in der Bar. Dein Leben, dein Leben, dein Leben. Überlebst, verdammt. Boah, leck mich am Arsch. Hier waren gerade 5 Giftspinnen. Ah, dass du es überlegt hast. Ja. Aber ich finde, Oh teilweise ist mein es auch. Gott. Ich wäre Weißt du, gerade fast gestorben. hat ein Dia-Schwert eigentlich eine schnellere Angriffsgeschwindigkeit oder? Nein. Oder? Ich glaube nicht, nein. Obwohl, ich müsste im Wiki nachschauen. Die ganzen Cooldown-Zeiten kenne ich noch nicht auswendig. Alter, und die nächste Giftspinne. Aber ich weiß nur, dass man sie verändern kann, die Cooldown-Zeiten. Ja? Oder ausmachen kann. Also, das ist das alte Angriffsmuster wieder hast, meinst du? Ja, dass du es wie in 1.8 hast. Alter! What the fuck? Die Spinnen sind voll komisch irgendwie. Irgendwie bannen die extrem rum. Soll ich über Pistons haben? Pistons sind extremst buggy. So, da ist noch drauf, da kann ich das spawnen. Ja, also ich habe 46 Eisenerz. Mein Stein, mein Eisenschwert ist gleich schon kaputt. Toll. Geh, geh. Das ist Grundgesetz. Ah, hier ist auch Eisen. Boah, leck mich am Arsch. Nein. Echt nicht, das ist aber sauber. Möchte ich immer noch nicht. Weißt du, was das Geile ist? Ich war ja jetzt ja am Dienstag fliege ich da los nach Teneriffa. Ich habe schon bei meinem Chef angekündigt. Das erste, was er gesagt hat. Cool. Finally, ergänzt haben wir. Ich komme gerade nicht auf den englischen Text klar. Endlich jemand, mit dem ich wieder trinken kann. Oh mein Gott. Ja, mein Praktikum war schon geil. Ich habe einmal meinen Chef unterm Tisch gesoffen. An dem Tag, wo er mich abwählen wollte. Wollte. Ja. Habe ich denn schon mal so ein paar Anekdoten von meinem Praktikum erzählt? Mir nicht, nee. Also es gab da mal so eine Tour, da sind wir auf der Autobahn gewesen. Ich war so gelangweilt ein bisschen auf meinem Handy am Spielen. Mein Chef fährt so gelangweilt rum, so ein bisschen am Plaudern währenddessen. Der will gerade das Radio wieder einstecken. Der steckt es rein, funktioniert nicht. Steckt nochmal aus und ein, funktioniert nicht. Was macht der? Fenster auf der Autobahn aus dem Fenster geworfen. Ernsthaft? Ja, ich guck den nur so an. Dein Ernst? Was? War kaputt? Oh mein Gott, ey.
Oder was ich auch noch ziemlich genial fand, wir waren einmal ein bisschen sehr spät mit einem Auftrag fertig geworden, hatten aber schon den nächsten Termin in 10 Minuten und für die Fahrt haben wir ca. Genau, 20 gebraucht. genau. Alter, seriously, du kennst doch diese Bossräume. Ja, du meinst die. Die Bossräume, die eigentlich für Bosse da waren in den Diese kleinen Chunks. Mineshäften, ja. Ja. Über dem Bossraum ist einfach ein Spawner gespawnt. Wurde es gerade erwähnt, ich habe es auch so einen genau in dem Moment aufgegraben. Ich habe gerade gedacht, du hättest mich darin gefunden. Ich höre einen Spinnenspawner. Also jetzt ein Spinnenspawner gespawnt oder? Nein, ein Zombie-Spawner. Lol. Der ist direkt über so einen Bossraum gespawnt, ohne Boden. Alter. Also das heißt, der ganze Spawner liegt da einfach in der Luft. Das ist mega geil. Hab ich weniger Arbeit mit dem Graben. Oh Mann, meine Eltern fangen bald schon wieder an zu grillen. Ich höre es schon. Der Wichser. Ey, bei uns sind heute 24 Grad. Bei uns nicht ganz. Ich Wie viel bei euch? glaube 16. Also bei uns ist heute echt scheiße warm. Das war letzte Woche bei uns scheiße warm, ey. War nicht normal. Ich wurde ja jetzt auch diese Woche eingeladen in Batman vs. Superman. Genau. Also ich bin ehrlich. Film Scheiße. Braucht man keine. Man braucht jetzt mehr als drei Schläge für einen Creeper. Mit dem Bierschwert nicht. Mit dem Eisenschwert ist er gerade hochgegangen, der hat überlebt. Okay, hier ist Kohle, interessiert gerade nicht. Kohle haben wir genug. Waren gerade XP. GG. Ah, das Eisen kann man noch mitnehmen. Wo waren wir jetzt dran? Ah ja, Batman vs. Superman. Ich bin ehrlich. Ich fand den Film nicht so gut. Okay, das ist eine ehrliche Kritik. Weil ich finde, teilweise sie haben den Batman übelst scheiße umgesetzt. Und sagen sehr viele. Ja. Was ich einfach nur am beschissensten finde. Okay, Batman. Der Kämpfer der Gerechtigkeit. Lass mal ihn in eine Konservendose stecken. Das sah so bescheuert aus. Irgendwas ist noch wieder einmal falsch. Zombies Und. werden da. Alter. Ist okay. Ich habe mich gerade nur so ein bisschen vor der Spinne erschrocken. Hab ich gemerkt. Alter, da jetzt habe ich mir jetzt mal vor. Ey, da habe ich mich so erschrocken, damit ist die Kackwurst erstmal so rausgekommen, dass ich drei Blöcke höher gesprungen bin. Boah, leck mich am Arsch. Brauchen wir Knochen oder Spinnenweben? Ich bin wem? Ich hab ein Stack und 28 Pferden, ne? Okay. Hier ist So viel Lava. Redstone, ne? Was wir auf jeden Fall auch gebrauchen können, wir Obsidian, ne? Ich meine, Netherportal kann man ja bauen, aber also gießen. Ja, sobald ich 4 Spitzhacke habe, gehe ich auf Obsidian tun. Könnte mir schon theoretisch einen machen. Boah, was ich auf jeden Fall später mal vorhabe, ich will mal schauen, ob ich das hinkriege. Ich will einen im Raum aus dem Minecraft Story Mode nachbauen, den finde ich genial. Okay. Das war so der Trophäenraum hier vom Orden des Steins. Und da haben sie den Enderdrachen besiegt und das sah richtig geil aus. Da war so eine Kopie vom Enderdrachen aus Wolle und Clay und so weiter. Mit so 4 Säulen. Und dahinter war ein Raum. Da waren einfach die Enderkristalle aufgebaut. Nice. Das sah richtig geil aus. Hört sich auch richtig geil an. Ich schau mal, dass ich gleich ein Bild kriege. Zehn Minuten ist mir alles klar. 10 Minuten? Ja, wir sind bei 9 Minuten 54 gerade.
die letzten Folgen kamen mir so unglaublich schnell vor, ne? Ja, das ist das Phänomen, wenn du aufnimmst. Oh, jetzt sehe ich den Spawner live. Live in Action. Ich habe da seine eigene Creeper-Zerstörungsanlage gebaut. Ich habe einfach zwei Creeper gefunden. Und die auch gerade abgeschnetzelt. Ich hab gerade mal ein Bild geschickt. Hä? Ich hab dir gerade mal ein Bild geschickt. Moment, da muss ich mal kurz in Sicherheit gehen. Baue ich mich mal ganz kurz so. Wo ist mein Handy? Da hinten. Oh, erstmal an den Kopfhörern rangezogen. Oh, das mache ich mal frei im Chat. Oh, das ist gerade wichtig. Nice. Yo, wie bescheuert sieht das denn aus? Ich finde es irgendwie mega geil. Klar haben wir weniger Moonstone, aber das interessiert mich nicht. Ich finde es mega. Warte, sind wir ganz kurz leise? So, ich habe hier mal ganz kurz einen Cut gemacht. Und wenn ich dran denke, dann schneide ich das Bild mal kurz dazwischen. So. Meinst du das Bild von mir? Ja, das Bild von dir. Und 9 von 10 Leuten wissen jetzt schon, ich werde es wieder vergessen. Oh, hier bin ich jetzt wieder. Frag mir auch die ganze Zeit, wo ich bin. Ja, Orientierung. Sag mal deine Koordinaten. Moment. Ich lösche hier noch ein bisschen aus, dass ich hier sicher stehe. Alles klar, ich bin bei minus 14.370, Höhe 11, minus 3.600, sagen wir. 3.600. Alter, what the fuck? Wir sind arschweit weg. Ich bin minus 14.330 und minus 3.440. Wie kommt es bitte in einem Minenschacht? Ich bin jetzt hier schon wieder in einer neuen Schlucht drin, ne? Oh Gott. Sollen wir hier jemals wieder rausfinden? Ich glaube, wir bauen uns hier einfach alles auf. Neues zweites Zuhause. Und ich bin voll mit Eisen. Kann Eisen aufsammeln. Fuck. Ich glaube, wir können gleich echt mal nach oben gehen. Mal aussortieren und ein bisschen Hausbau betreiben, ne? Ich mach erstmal einen Zwischenchest beim Spawner. Ich mach das schon gar nicht mehr. Ich habe auch jetzt schon, glaube ich, schon die Orientierung verloren, wie ich jemals nach oben kommen würde. Ich sowieso. Leg da einfach mal alles nieder. Okay, mein Inventar ist voll. Hier, die Schienen können weg. So. Gut, ich habe alles niedergelegt, was ich nicht brauche. Geht's weiter. Mein Katz kann ich noch raus tun. Wie viele Zombies sind da unten? Oh Gott. Das willst du gar nicht erst wissen. 50 Stück oder so. Gefühlt. Warte. Ja. Ich sehe das schon kommen, dass ich gleich von da runter geschossen werde. 10 Stück. Alter. Irgendwas sagt mir, wir sollten so langsam da mal nach oben gehen. Ach, ich schreibe mir mal die Koordinaten von der Chest auf. Ja, vielleicht Optim Baby-Zombie. Genau. Ist okay. Gibt es eigentlich irgendwie eine Expertise?
Eine momentan effektive Version von einer Emerald Farm, oder? Ja, eigentlich schon. Einzige, was ich weiß jetzt, okay, weiß ich nicht, aber ich bin mir nicht sicher, ob das ein Mod war oder normal. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die Villager Emeralds ausgekackt haben. Nein, das war ein Mod. Okay. Also da hast du irgendwie, das war auch nicht viel, aber da hast du irgendwie eine Stunde gewartet und da konntest du 4-5 Emeralds kriegen. Alter! Was ist los? Was, Baby-Zombies? Wir müssen vorbei an dem Lavasee. Und über mir ist der Minenschacht, ich hab Angst. Aber Batman vs. Superman, der Film war ich schon. Ich glaube, ich habe sogar jetzt noch einen zweiten Spawner gefunden. Alter. Sag mir nochmal, ich fände dich gut darin, eine Stelle zum Bauen auszusuchen. Umso weiter man weggeht, umso abstruser wird der Weltgenerator. Fällt mir gerade so auf. Wie gut, dass wir ewig lang gesucht haben nach einem NPC-Dorf. Und immer noch keins wirkliches gefunden haben. Naja, eins haben wir gefunden. Das können wir aber NPC-Kaff nennen. So in Minecraft? Minecraft. Anspielung auf Minecraft, oder? Nein. Gut. Zeig mich kein bisschen. War doch kein weiterer Spawner. Zum Glück. Geilste, was ich schon mal gefunden hatte, ich hatte meinen Skelett-Spawner gefunden, musste ich mich ewig lang vorkämpfen und was ist? Es ist keine Truhe gespawnt. Nein, nein, Giftspinnen sowas. Nein. Ja, die, Bitch. Die. Fuck, 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 fuck. Ja? Oh, die Spinne hängt fest. Oh. Mann, ich will doch nur den Jungen einmal sterben sehen. Ich hau hier ab. Alter, das ist eine Fledermaus. Mein Gott! Mein Gott! Sehr schön. Schlimmer. Weißt du, was das schlau war? Was? Ich hab noch einen Dias. Alter, ich habe noch keinen einzigen gefunden. Ich habe ja jetzt eben mal kurz die Folge unterbrochen und keine Ahnung, wann das war. Ernsthaft? Ja. Ich würde aber sagen, oder sollen wir jetzt gerade Schluss machen? Ja, komm. Gut, wir würden dann sagen, wenn ich die Folge... Also es war auf jeden Fall eben schon um die 10 Minuten. Ich gehe mal davon aus, wir sind so gerade bei 17 Minuten oder so. Dürfte hinkommen. Gut, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.